Wieso hat das Ding überhaupt Sicherheitsbügel? Das ist eine verdammte U-Bahn. Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Rollercoaster Tycoon 3. Und wir spielen heute einen Kassenschlager. Und Gott. Oh Gott. Immer diese VIP. Immer diese VIPs. Alles klar. Erstmal runter. Weiß ich nicht, das kann sein, dass ihr da. Also das Ding ist eher so auf. Ist eigentlich eine Transportbahn. Die haben relativ wenig Platz. Muss man dazu sagen. Weil es halt alles Filmgelände. Deswegen hat man von allen hier ein bisschen was dabei. Hier sind so quasi die Filmhallen. Wir haben auch diesen Einschienenzug. Warte mal, kann man nicht den Wagentyp ändern? Was gibt's denn hier so? Oh. Willkommen. Der sieht irgendwie viel geiler aus. Der sieht viel cooler aus. Okay. Wir haben nicht viel Geld. Wir brauchen am Ende mal eine Achterbahn von richtig von 7. Wir können Darlehen aufnehmen. Das ist gut für die Achterbahn zum Finanzieren. Und wir haben ein paar Bahnen von Anfang an da. Mit ein paar meine ich eigentlich auch sogar. Es sind sogar einige eigentlich. Dafür haben wir halt ein anderes Problemchen. Nämlich, dass sie hier noch relativ wenig Platz haben. Alles klar. Dann halt nicht. Dann machen wir das halt so. Machen wir es halt erstmal manuell. Alles klar. Können wir auch. Und dann jetzt noch mal hier die Bahn bauen. So. Und ist das nicht toll? So. Gut. Man sieht hier ist überall so richtig viel Müll auf dem Weg. Was echt doof ist. Aber das lässt sich ganz einfach beheben. Denn Standardburger. Alles klar. Okay. Gut, 300 Gramm Burger. 100 Gramm Burger. 50. 0,50, 1,70. Egal. Blaubeersaft.
Salzbier oder Ingwerbier. Kostet alles 1,50. Außer das Bier, das kostet 2 Euro, weil es alkoholhaltig ist. Gut. Ständercheck. Dann denken wir dran, dass wir eine Ausbildung, also eine Reinigungskraft auf jeden Fall behalten wollen. Deswegen gießt die auch nur, die anderen lassen wir. Dich nennen wir Bob. Bob Elson. Damit wir dich auch auf jeden Fall wiedererkennen. Den Mechaniker stellen wir auch gleich ein. Bilden den auch noch schnell aus. Oh Gott. Der ist schon noch ein bisschen eine faule Socke gerade. Aber ist alles nur halb so wild. Denn jetzt kommt das eigentliche, nämlich das kleine Vergnügungsviertel hier vorne. Das auch, das ich ehrlich gesagt lustigerweise immer baue. Also wirklich immer. Es gab, glaube ich, noch nicht einmal, dass ich dieses Szenario gemacht habe, als ich das nicht gebaut habe. Oh Gott, der ist nämlich, das der Bewegungssimulator ist ziemlich cool. Weil der ist echt klein, da kann man dementsprechend überall hinbauen. Und ja, dann kann auch immer mit 2 Euro gut laufen. Auch wenn es eigentlich ziemlich teuer ist. Schieferhaus passt hier auch noch hin. Ist zwar auch eher unüblich, dass ich das hier so mache, aber ist ja relativ egal. So. Was haben wir noch? Eine Spiralgleitbahn, eine Rutsche haben wir noch. Okay. Kann ich die denn hinstellen? Ich auch nur hier. Hier sind wir. Ja, gut, da alles klar. Die Rutsche stellen wir einfach da gleich hin. Kostet auch einen Euro. Also, ich würde für so eine Rutsche niemals einen Euro zahlen. Auch nicht als Elternteil. Das ist so dermaßen überteuert. Ganz ehrlich. Und hier setzen wir nochmal zweimal einen Bewegungssimulator hin. Einfach nur, weil die Teile geil sind. Und sehr viel Geld auf sehr wenig Platz bringen. Was schon nice ist. So. Eingang. Tack, zack, tack, zack, zack. Easy going. So. Spätestens jetzt haben wir eigentlich schon kein Geld mehr. Aber eine Attraktion will ich eigentlich schon noch bauen. Und zwar am besten noch so ein Rotor. Die Frage ist nur, wohin? Also Ausgang passt hier. Ich will einmal dann quasi da so hin. Ausgang da so hin. Jetzt haben wir noch 31. Das reicht für 2 Stücke Weg. Alles klar. Gut. Wir haben schon mal ein bisschen gefailt. Danke.
Jetzt geht's. €2. Gut. So. Ich habe hier auf X gedrückt. Der kostet jetzt einen Zwickel. Der kostet auch einen Zwickel. TNT-Spirale setzen wir auf 3€. Und jetzt kann es losgehen. So, unsere Gewinne dürften sich jetzt am Anfang eher relativ gering halten. Weil der Park ziemlich scheiße beieinander ist. Aber das wird schon. Alles klar. Gut, der guckt da schon hin. Nein. So. Gut. Oh, puh, es regnet hier ja. Wir müssen dringend Schirme verkaufen. Weil das bringt Kohle. Ich denke nämlich, viele Leute wollen nicht auf Attraktionen, wenn es regnet. Und wir werden Laternen brauchen. Ne, werden wir nicht. Aber. Also es gibt Momente, da werden wir später auf jeden Fall Laternen brauchen. So. Alles klar. Okay. Das ist schmutziger als eine Müllhalde. Keine Ahnung, wo der sich gerade rumtreibt, aber meine Reinigungskräfte haben ja noch nicht irgendwie das Arbeiten angefangen. Natürlich kann es nicht so noch nicht sauber sein. 300 Besucher müssen ja auch noch in diesem Park kriegen. Alter, das ist ja echt ätzend gerade. Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Mehr Attraktionen. Hier. Ich mag den Park hier an sich. Nur. Die Aufgaben sind scheiße. Ich glaube, so kann man sagen. Wow, 11 Cent. Ey, Wahnsinn. Lol, warum kann ich hier keinen Ausgang platzieren? Egal. Platzieren wir ihn halt da. Ne, warte, das ist. Doof. So will ich das. Hier. Und Preis 3€. Oh yeah. Also toll so. Was? Der Wib ist zufrieden? Hat er so viel Müll, wie er noch irgendwie rumliegt? Keine Ahnung, wo liegt überhaupt noch der ganze Müll rum?
Hier ist das eigentlich relativ sauber. Okay. Ich weiß ja nicht, wo der ganze Müll... Ach, hier hinten soll. Hier hinten liegt er rum. Okay, da sind zwei Reinigungskräfte, die da gerade schon rumgurken. Alles klar. Gut, die schaffen das auf jeden. Das kriegen wir hin. Das Wackelboot ist hier dabei. Das muss man auch. Also es ist grundsätzlich immer. Oh. Wir sind ja fast pleite. Okay, wir brauchen hier vorne auch dringend eine Reinigungskraft. Das ist klar. M50. Okay. Aber man sieht schon, man kann die hier ganze schon sehr gut vollbauen. Das ist kein Problem. Und es ist auch gut, dass es kein Problem ist, den Park voll zu bauen. Okay, gut. Parkbewertung 300. Und 400. Ach, Parkbewertung. Parkbewertung 700 wird zäh zu erreichen in diesem Schrottpark hier. Aber auf jeden Fall. Ja, aha. Ja, okay, wir sind jetzt schon auf 600, also von dem her. Das sollte eigentlich kein wirklich großes Problem darstellen, hier eine gute Parkbewertung hinzukriegen. Oh, ein Topspin. Cool, ein Topspin ist cool, wenn wir uns den Scheiß leisten könnten. Komm schon, ein bisschen noch. Ja, 85, da war er. Wieso habe ich kein Geld, um Wege zu bauen? Das Ding heißt jetzt hier auch mal Purzler. Okay. Alles klar. Was muss der VIP machen? Es soll nichts ausfallen, glaube ich. Oder? Störungsstoleranz. Gott, dein Ladengewinn haben. Weißt du, wieso haben wir den Ladengewinn schon? Oh. Lol. Anscheinend zählen da Essen auch mit dazu. Alles klar. Ja, auf jeden Fall der Störungstoleranz VIP sollten wir eigentlich zufriedenstellen können. Hoffe ich mal. Ansonsten wäre das ein bisschen blöd. Oh, ein Doppeldeck-Aussicht. Oh, alles klar. Alles klar. Der ist fucking teuer eigentlich. Der ist sogar ziemlich teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Ich schwör. Na gut, damit hier hinten auch mal irgendwie was los ist. Aber so lange. Ja, okay, passt schon. Das Ding nehmen wir jetzt einfach Fernsehturm oder so. Eingang, oh, Ausgang. Fernsehturm. Alles klar. Und das Ding kostet 2 Euro Eintritt. Ein Dinosaurierkarussell wäre cool, wenn es nicht aus Wald wäre. Das würde in den Themenbereich hier hinten, wo Abenteuer eigentlich vorliegt, sehr gut reinpassen. Der Park, ja, sehr gut, er ist zufrieden, alles klar. Parkwertung ist bei 800. Das ist sehr gut, ich glaube, das sieht man auch hier. Ne, sieht man nicht. Kann ich mir irgendwas kaufen? Ne, oder? Ne, kann ich nicht. Forschung und Aktionen, wo ist denn das hier?
Attraktionen, Besucher, Herausforderungen, hä? Ich weiß, dass man sich das irgendwo anschauen konnte. Oh. Ja, mein höchster Lehen wurde gerade erhöht. Okay, gut, die Parkbewertung ist bei, ist über 750, das schaffen wir. Easy, das schaffen wir leicht. Dadurch, dass mein höchster Lehen erhöht ist, was für, dann kommt der VIP in einem Monat. Okay, 10.000 schaffen wir für 11. Alter, für 11.000, was haben wir auf der Achterbahn zur Verfügung? Oh, fuck. Gigabahn oder Flawless? Der würde gehen, aber der kostet zu viel. Ah, Scheiße. Ja, okay, gut. Darlehen wieder runter. Und irgendwie hoffen, dass wir jetzt noch Einnahmen machen. Um den VIP da noch hinzubewegen. Ansonsten, ja, 2. Ansonsten müssen wir das in Jahr 2 machen. Oder die ganzen Wegattraktionen von der Studiotür löschen. Was allerdings dafür sorgen würde, dass alles in den Bach runtergeht. Weil die Erregungsbewertung voll niedrig wäre dadurch. Naja. Das ist das Problem daran. Auf jeden Fall, ja, es ist. Das Ding ist halt, VIPs eigentlich ist so total cool. Das Ding ist halt, es muss auf ein Datum sein. Und wenn du bis zu dem Datum die Attraktion, die er braucht, noch nicht hast, dann hast du verkackt und musst ein Jahr lang warten. Und das ist echt nervig. Man kann jetzt halt auch den VIP nicht beschäftigen. Der macht jetzt einfach irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube, der fährt jetzt die Studiotour. Das war's. Das war's dann einfach. Jetzt nach der Wand selber bauen. Ach, es ist halt immer eine Risikosache. Wenn du so ein Ding selber baust, kann es das, dass du mit der richtigen Achterbahn Typ Bauart mit wenig Geld sehr viel rausholst. Es muss aber nicht sein. Außer dass das Ding eine totale Fehlinvestition wird. Das ist halt auch das kleine Problem daran. Bei TNT-Sperren muss man sehr lange anstehen. Findest du? Gerade kaputt oder was? Sie sagen doch eh, sie gehen nicht drauf, wenn es regnet. Oh Mann. Was hat die eigentlich für Wert in die Studiotour? Da hier. Diese Erregungsbewertung kommt wirklich nur von diesen ganzen Attraktionen. Die sind nämlich auf irgendein Ding geteilt. Und zum Beispiel das hier dran.
Ja gut, der VIP verlässt den Park. Er hat mich natürlich nicht beeindruckt. Ich weiß ja nicht mal, was für eine Route der Typ überhaupt hat. Alles klar. Der hat einfach überhaupt keine Route gehabt. Okay, da ist die Menschentrauer. Jetzt kann den Park verlassen. Sie haben den VIP nicht beeindruckt. Ist natürlich die Frage, wann kommt er? Am 3. Oktober. Okay. Darlehen aufnehmen. Und jetzt? Und den Flawless Coaster, dass die Ding bauen. Okay. Noch ein bisschen Geld. Wir müssen jetzt ja so lange warten, bis wir das Ding bauen können. Und dann aber dafür sofort. Das ist ja viel Unterschied, macht's. Okay, das Ding ist kompakt. Das ist schon mal sehr gut, dass es kompakt ist. Wie muss ich auf 400 kommen? 300. Das ist natürlich auch blöd wegen den Darlehenszinsen. Komm. Boom. Boah, was ein Dusel. Oh. Da steht einfach ein Baum in der Strecke. Das war aber der einzige Baum, der im Weg steht. Gut, der ist auch noch ein bisschen grenzwertig. Den entfernen wir auch lieber. Okay. VIP-Route. Rollende Donner, rollende Donner, rollende Donner. Darf er dreimal fahren? Weil wir es können. Dong, dong. Dong, dong. Unten angekommen. Alles klar. Kommt eigentlich der VIP jetzt wieder? So. Oh. Wie, wir haben keine Klos. Lol. Ich bin ein Trottel. Ich habe keine Toiletten in dem Park gebaut. Bitteschön. Fail, Alter. Oh Mann. Okay. Gut. Aber wieso hat das Ding überhaupt Sicherheitsbügel? Das ist eine verdammte U-Bahn. Oh Mann. Alter Schwede. Das ist ein bisschen unlogisch, ist das Spiel ja schon, ne? Oh, nur minimal. Ah. Oh Gott. Ohne Witz. Ah. Es gibt halt Sachen, über die kann man sich nur wundern. Wie zum Beispiel, warum eine U-Bahn Sicherheitsschließbügel hat. Das gibt schon so ein paar. Oh cool, in einem Monat kommt der VIP. Haben wir überhaupt? Ja gut, die Parkbewertung für 3 Monate haben wir schon. Alles klar, das ist schon mal gut. Da freuen wir uns, dass das schon mal geklappt hat. Und sehr gut. Das Ding wird zwar eine von
betriebsfinanziellen Aspekt her. Okay, ist mit 4,10 Euro Eintrittspreis überhaupt gar nicht mal so schlimm. Cool. Dann hast du Rot sparen. Der Rotovator macht aber nicht Schotter. Das ist auch interessant. Weil das Überkopfschiff haben. Ja, gut. Aber wir haben schon echt gut. In einer Woche kommt der VIP. Alles klar, dann fährt er wieder mal Achterbahn, dann hat er schon wieder keinen Bock mehr. Dann fährt er wieder heim und dann haben wir das Szenario geschafft. Yay! Wie buchstabiert man das? Ja, so halt. Ich bin dafür. Wir stalken sie jetzt. Okay. Schon Achterbahn. Hier geht gar nichts. Ja. Warum habe ich eigentlich keinen zweiten Zug drinnen? Sie fährt gleich nochmal. Ja, sie freut sich. Ich schau mal, wie sie rennt. Oh mein Gott. Oh, jetzt muss er erstmal warten. Gut, dass die vom Wackelboot nichts mitkriegt. Alles klar, oh Mann. Alles klar. Ich glaube, sie hat einfach nur keinen Bock mehr, weil es geregnet hat. Alles klar, gut. Weiß nicht. Nice. Ich könnte es noch so lange hier einfach nur Geld machen, um meine Darlehen zurückzuzahlen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Wieso regnet es denn schon wieder? Na gut, wir haben eh die Information. Regen ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht fürs Geschäft. Weil durch Regen werden sehr viele Schirme verkauft. Die eigentlich überhaupt keinen Gewinner bringen, aber gut. Oh, was ein Dusel, dass der Wip schon weg ist. Oh Mann, Alter, ja gut. Wir haben den Park eigentlich schon fertig. Bei TNT-Spirale dauert eine Fahrt zu lang, ja wie... Wieso dauert da eine Fahrt zu lang, hä? Ich verstehe das Problem vom Parkinspektor nicht. Warum sollte da eine Fahrt zu lang dauern? Haben die... Die Sucher keinen Bock, einmal kurz zu schaukeln oder was? Oh Mann. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's. Nächstes Mal wird's anscheinend gruselig nach der Schrecken. Das gibt's morgen. Bis dahin und auf Wiedersehen.